Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich. An diesem Ort wird jener Plan Gottes wieder lebendig, der die Menschheit seit frühesten Zeiten mit der Frage konfrontiert: Wo ist dein Bruder Abel? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Dem Menschen ist es gelungen, einen Kreislauf des Todes und des Schreckens zu entfesseln, den er nicht mehr zu durchbrechen vermag. In Anbetracht einer Menschheitsfamilie, die bereit ist, ihre heiligsten Pflichten auf dem Altar kleinlicher Egoismen im Namen der Nation, der Rasse, der Ideologie, Gruppe oder des Individuums zu opfern, ist unsere gebenedeite Mutter vom Himmel herabgekommen, um all jenen, die sich ihr anvertrauen, voller Hingabe die göttliche Liebe ins Herz zu legen, die auch in ihrem Herzen brennt. So sagt es Papst Benedikt vor 7 Jahren bei seinem Besuch in Fatima. Und so, liebe Schwestern und Brüder, ist es bis heute gültig, wenn wir 100 Jahre nach diesen Erscheinungen am 13. Mai 2017 heute begehen. Es ist eine Übereinstimmung dessen, was die Gottesmutter in Fatima diesen 3 Hirtenkindern sagt, mit dem, was die Heilige Schrift ausdrückt. Deshalb sind diese Erscheinungen kirchlich anerkannt. Es muss immer eine Übereinstimmung, eine Einordnung in diesen großen Strom des kirchlichen Glaubens geben. Der Himmel sucht Menschen, die sich ihm anschließen, so wie Jesus im Abendmahlsaal in den letzten Stunden seines Lebens noch um seine Jünger ringt und sie bittet um ihren Glauben. So wie er Menschen zu allen Zeiten um den Glauben an ihn bittet, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Maria ist auf der Suche nach Menschen des Gebetes. Wenn wir all die Zeit, die wir mit Gott weiß was verbringen, liebe Schwestern und Brüder, auch innerkirchlich, wenn wir sie, sagen wir, halbierten und für das Gebet nehmen, wäre diese Welt eine andere. Auch das ist die Botschaft von Fatima. Und deshalb ist Papst Benedikt vollkommen im Recht, wenn er sagt: Wer glaubt, dass diese prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt. Im Gegenteil. Sie ist aktueller denn je. Denn auch wenn im Blick auf 1917 sich manche Ideologie verändert hat oder zusammengebrochen ist, denken wir nur an die Ideologie der Sowjets oder auch die der Nazis, so ist es heute viel schwieriger zu erkennen, dass wir auch von Ideologien besessen sind, die uns wie ein schleichendes Gift das ganze Leben, auch das Leben des Glaubens, das Leben der Religion zerstören. Wir merken es gar nicht. Es ist wie ein schleichender Krebs, der wuchert und wo am Ende erst deutlich wird, dass es zu spät ist. Die prophetische Mission von Fatima ist höchst aktuell. Vielleicht finden sich unter uns solche, die Menschen des Gebetes werden wollen, die einen Großteil oder zumindest einen Teil ihrer Zeit geben, um das zu tun, wozu Maria in Fatima bis heute aufruft.